Wir haben neue Anpassungen natürlich mal wieder und wir sollen im ersten Premier League Saisonspiel ein Tor erzielen. Die anderen sind Geheimaufgaben, na gut, und hol in den ersten drei Premier League Spielen mindestens 6 Punkte. Da überprüfe ich doch vorher mal die Einstellungen, ob wir auch na, Profi und 5 Minuten haben. Das ist wichtig, nicht dass wieder Weltklasse ist und wir dadurch extreme Probleme haben. Und dann kann es auch losgehen, Liverpool gegen Man City. Ja, und ich werde, denke ich mal, so weit spielen, wie der angeschafft, Kapitel 2. Okay, eine neue So Saison. weit spielen, dass das Ein paar Kapitel neue vorbei ist. Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also geht aufs Feld und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! Dann zeige ich natürlich wieder eine Zusammenfassung vom Spiel. Weil mehr, na gut, mehr muss man ja auch nicht sehen. Zusammenfassung reichen ja auch in der Saison, außer wenn ich nur mit Hunter spiele. Außer wenn ich natürlich im DFB-Pokal spiele, der halt noch deutscher Pokal ist, wenn man noch nicht original ist, dann zeige ich euch das natürlich ganz sowohl hier bei The Journey als auch in der Karriere mit Hansa Rostock. Spieltag 1 hier in England, hier in der Premier League. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Partie. Das erste Spiel des Meisters, das erste Spiel von Liverpool. Wie kommen die Reds rein in die neue Spielzeit? Man hat große Ziele, große Ambitionen und man hat wohl den vielfalt. Irgendwelche Aufgaben habe ich noch nicht. Ja. Sprechendsten jungen Spieler. Alex Hunter. Auf den freuen wir uns besonders. Da klatscht der Ball an den Posten. Den Ball kann er klicken. Jetzt vielleicht mehr Alex Hunter. Jetzt vielleicht. Das Tor der Hunter. Er zeigt direkt mal, was er in dieser Saison vorhat. Eine gute Aktion. Was für ein Fehler, ey. So ein Will vor einer Kamera Eigentor, gesehen werden und dann läuft er einfach in den rein. Nein. Jetzt wird es spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Das hat er Nein. stark mit dem Innenriss gemacht. Ey, Mann, Erkennt nur es weil eben meine auch Dinger mit nicht Gefühl reingegangen sind für und die auch zu doof sind, den Sie ins haben Tor ja zu also einen schießen, wenn Ausgleich sie die geschafft. Chance 1-1. haben. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Hereingab. Jawohl! Tolle Aktion, der zeigt gleich zu Saisonbeginn, was er kann. Oh! Gefällt dir das? Komm schon, ich hab's drauf. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte den Vorlagen. Ich habe keine Frage. Nochmal kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe. Ja, und auch der Abschluss kann man sehen. Und jetzt liegt Manchester City hier zurück. Gündoğan. Otamendi aber. Er spielt den Pass zurück. Nur Otamendi. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Und De Bruyne versucht es jetzt mal. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Werner. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Macht den Dreierpack komplett. Mei, oh mei, ist der schon stark. Ist der schon gut drauf. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Nach diesem Treffer steht es 3-1. Und Hunter. Jetzt müssen wir aufpassen. Schwerer Einsatz hier. Und David Silva. Klein.
Alex Hunter. Ey, lauf doch einfach mal durch. Jedes Mal abstoppen, bevor man. Also für Liverpool. Jetzt steht der Sieg fest. Ein schöner Erfolg für den Meister. Sehe ich genauso, die sind wieder in guter Form und so müssen wir denen natürlich auch dieses Jahr wieder eine Menge zutrauen. So, ich bin immer noch cool und hitzköpfig. Ja, ausgeglichen. Und die Tore, das war doch mal was. Wieder 3 Punkte bekommen. Okay. So, dann lasst mal sehen. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Erst Premier League Tor zu schießen, die Geheimaufgabe, was die ist, keine Ahnung. Und wir sollen erstmal mindestens 6 Punkte holen. Publikumsliebling bin ich als Belohnung. Cool. Das sollte aber auch sein. So, dann müssen wir. Achso, holen in den ersten 3 Premier League Spielen mindestens 6 Punkte. Ich dachte erst in den ersten beiden schon. Dann ist das ja auch nochmal anders. Aber das war ja nicht schlecht, wie Alex gespielt hat. Und Alex hat wesentlich weniger hier auszurüsten als ein Pro jetzt im Pro-Club. Da sind echt sonst was für Bäume. Außenrissschuss verbessern, schwacher Fuß verbessern. Schneller Schuss an sich. Faire Zweikämpfe, Quatsch, Vorbereiter, Übersicht. Lass mal sehen, wir haben noch ein Spielmacher, werde mit verbesserter Spielmacherfähigkeit zur zentralen Figur in der Offensive. Oh, ja, genau, machen wir mal. Ich bin ja mehr oder weniger auch der Spielmacher. Aber naja. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erstmal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael! Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Es sieht so aus, als ob bei der Tour einige auf dich aufmerksam geworden sind, Alex. Was mich nicht überrascht, so wie du deine Spiele dominierst. Wer? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Topclubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, Trommelwirbel bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele, Megaverträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon! Lauter Gent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf, die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also,
Davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen, alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Tja, und wer das Let's Play der Demo gesehen hat von mir, der weiß ja, wie es ausgeht. Das ist ein Betrüger. Jetzt heißt es, erhöhe deinen Transferwert auf 10 Millionen Pfund. Habe ich schon geschafft. Das war die Geheimaufgabe. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch einen Sieg in den nächsten zwei Spielen holen. Bis dann das Drama kommt. Mit, oh nein, es war gar keiner. Es war was gar für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Jetzt nämlich das, was ich ja meinte, was Gareth gesagt hat. Maike hat es nämlich versaut, ey. Und ganz ehrlich, ich würde doch ganz einfach mal bei Real in der Führungsebene nachfragen, beim Sportdirektor und sonst was, ob mit dem Angebot bietet ist oder mit den Konditionen und sonst was. Ich meine, im echten Leben würde man doch nicht nur über irgendeinen Agent, den keiner kennt, das machen. Das ist doch echt, da läuft man da automatisch Gefahr, dass sowas passiert. Okay, ist nicht auf Zeit, gut. War doch ein bisschen langsam gerade von mir war, aber nicht so schlimm. Dribbling mit Präzision. Mit L2. Ah ja, genau das. Das habe ich schon öfter gemacht jetzt mittlerweile. Habe ich sogar mit L2 gemacht, obwohl ich das denn in den Übungen gar nicht durchgelesen hatte. Das war auch so krass. Ah, hier läuft man ewig rum, bis man Excellent erreicht hat. Also. Ich gehe meist gar nicht unter Excellent raus. Und dann kann man auch ewig weiterlaufen. Mit anderen Spielern ist man natürlich noch schneller. Vom Dribbling her durch die Ballkontrolle und naja, so ist es halt. Jetzt haben wir uns leichte Übung. So, jetzt haben wir nochmal unsere Werte verbessert. Das ist doch mal gut. Also gut, schöne Einheit heute. Vor allem von dir, Hunter. Sehr gut. Hunter macht immer eine gute Einheit. Okay, nehmen wir an, Real Madrid macht vor der Transfer-Deadline am 31. August ein Angebot. Das ist neu. Alex, bist du sicher, dass du das willst? Wenn du hier bleibst, werden wir dich weiter trainieren und in ein paar Jahren... Aber in der Premier League ist momentan niemand begehrter als Alex. Sollte es dir um deinen Vertrag gehen, Maike und ich haben vereinbart. Es geht nicht nur um das Geld. Warten wir ab, wie es sich entwickelt. Aber solltest du wirklich wechseln wollen, Alex, musst du eine Transferanfrage einreichen. Ich verstehe. Was soll man sonst sagen? Natürlich muss man eine Transferanfrage einreichen, wenn man wechseln will. Kannst du ja einfach sagen, oh so, ja, das Angebot ist gekommen, ich hau mal ab. Wenn der Vertrag nur läuft. Und ist ja so. Da würde ich jetzt so nicht aufmucken in der Führungsebene. Ja. Ist das die nächste Lüge? Und? Da steht noch nichts. Noch steht das nicht fest? Nein? Nein. Aber du hast schon um einen Transfer gebeten.
Okay, Startelf in den Tunnel. Ersatzspieler auf die Bank. Kommt schon. Im Netz gibt's nur ein Thema. Die Fans wissen es. Hey, Glückwunsch, mon ami. Komm jetzt. Schön, dass das um alle rauskommt. Da sind drei Leute, die du besprechen und irgendjemand sagt das immer weiter. Das ist richtig asozial. Ich würde mal sagen, dann lassen wir uns vor den Fans mal auspfeifen. So wie immer ist. Naja, er will zu Real Madrid, aber wir werden zu Bayern gehen. Ich will in die Bundesliga. Wäre auch mal lustig, vielleicht in Spanien zu spielen, aber Bundesliga hat 18 Mannschaften, das ist ein bisschen kürzer. Außerdem will ich mit Thomas Müller zusammenspielen im Team. Als Partner vor einem Sturm. Dann werde ich der neue Lewandowski. Aber ist das wirklich der richtige Schritt? Da droht ihm doch mehr eine Karriere als Bankdrücker, oder? Ich fürchte schon, und die Fans sind ja auch alles andere als begeistert. Ja, ja, die Fans, diese Fans, die billigen Statisten in jedem Stadion, die sind doch von jedem Fan. Was erwartest du in diesem Spiel von Alex Hunter? Und mit dem Dreierpack im Netz. Jetzt zeigen sie zu, wann haben die vorher überhaupt so angezeigt gehabt? Nee. Auf ihn müssen sie aufpassen. Nummer 18, James McCart. Hier am 1924 eröffneten Seller Park Stadion hat ja ein sehr berühmter Architekt mitgewirkt. Allerdings der Schotte Archibald Leitch. Leitch war darüber hinaus noch am Bau unzähliger anderer Fußballtempel beteiligt. Zum Beispiel Anfield in Liverpool oder Old Trafford in Manchester. Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber eigentlich müsste ich jetzt sogar nur noch dieses, wenn ich dieses Spiel gewinne, dann müsste ich gar nicht mehr gewinnen. Hä? Hätte ich die Ziele alle schon erreicht und mein Transfer Ablöse ist sowieso schon hoch genug. Ach, stand da Marktwert bei mir 100 Millionen oder so ein Quatsch? Alter! Was kann ich denn dafür? Der schubst mir um. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Wird's jetzt gefährlich? Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Kelly. Sauber vom Ball getrennt hier. Nun Lalana. Und direkt zurückgespielt. Und er schießt. Hat er Mann. Hunter, der steht ja so sehr in der Kritik, aber dann zeigt er, was er kann. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das genauso, wie man es von ihm erwartet. Alexander, Hunter mit dem Tor. Ach, der beherrscht nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch das Tore schießen. Da haben wir es wieder gesehen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Spielt den Verteidiger aus. Bakary Sacco! Alter, die sind so schlecht, meine Mannschaft. So richtig so, dass ich hier gehe. Den musst du erstmal so machen. Klasse, erwischt diesen Kopfball, Druck hinter die Kurve gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Torhüter. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite, hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zu Recht feiern. Und jetzt Hunter! Jawohl! Was für ein geiles Tor. Hier oft nicht. Ja, toll, was zu labern. Oft nicht mal das rangezogen wird, ey. Guckt euch das mal an, Drehung, Volley, Tor. Ich dachte, ich versuch's einfach mal, aber dass der so gut den da schießen würde, perfekt in die Ecke, muss erstmal einer machen. Tja. Jetzt jubeln sie. 3-1 heißt es also jetzt. Sieht gut aus. Jetzt vielleicht. So. Jeder Schuss ein Treffer. Tja,
Der läuft automatisch zur Ecke, ey. Was soll denn sowas? Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Schlechte Abwehrleistung. Obwohl meine wieder so richtig schlecht den vorbereitet haben. Ich. Bei meinen Leuten habe ich nichts Gutes gesehen. Ja, er macht einfach irgendeinen Jubel, den ich gar nicht eingestellt habe. Ja, durch Alexander 5 Tore, Alter. Ist fast ein doppelter lupenreiner Hattrick. Wird das seine Torchance? Flanke bleibt hängen. Schlusspfiff in dieser Partie, der Sieg am Ende. Hunter hat sein Tor gemacht, aber reicht das, um die Fans zu versöhnen? Wolf, ich sag das mal zu bezweifeln. Ist im Moment wirklich nicht der Liebling der Fans und daran wird auch dieses Spiel erstmal nichts ändern. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf. Und direkt zurückgespielt. Ich hab alle dafür. Ja, bei Besitz in Angriffszone halten. Das ist lustig, wenn die mir richtig schlechte Pässe geben. Wenn ich da alleine alles machen muss. Boah. Jetzt wird's krass. Torschützenbonus. 400, 800, 1200, 1600 und 2000. Boom. Weiter. Morgen, mein Junge. Gut geschlafen? Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen? Was gesehen? Seit kurzem machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert natürlich... Oh, das stimmt doch gar nicht! Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot? Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Alle geraten unter Druck. Tja, so ist es im großen Business. Oh Mann, da geht's ab. Erstmal alles geschafft, alle Aufgaben. Was gab's dafür? Aha, okay, noch ein Tattoo. Und dann machen wir einfach mal weiter. Heute Passtraining. Aber in der Demo haben sie halt abgekürzt. Mit Training sorgt für Perfektion. Und die streben wir an. Also los jetzt. Wir müssen den Gegner müde machen, um in der Schlussphase... Also war im Grunde keine Photoshop-Bearbeitung, sondern das war ja das Bild, wo wir mit Cristiano unser Trikot getauscht haben. Alter, gar nicht mehr so einfach. Oh, klappt trotzdem. Verdammt. Soll ich echt damit spielen? Oh Mann. Hä? Das ist echt nicht einfach. Lassen wir mal bei gut gemacht. Weil da dran vorbeizuspielen, ist nicht easy. Bei echten Menschen kann man ja auch nicht durch die Beine spielen, was man da nicht kann.
die sich jedes Mal hin und her bewegen, ey. So. Dadurch gar nicht schwieriger, das einzuschätzen. Oh, fuck. Jetzt habe ich den tatsächlich verwechselt mit einem meiner. Geht darum, den ewig nicht an den Ball kommen zu lassen, dann gibt es immer mehr Punkte. Also mehr Pässe hintereinander weg gut spielt. So erreicht man locker exzellent, aber wenn man ein, zweimal das verpatzt, dann sieht schon ganz anders aus, weil ihr guckt euch diese Punktzahlen an. Müde spielen den Gegner. Perfekt. Excellent. Alex war mal wieder top. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Bessere Quali für Startelf geht ja nicht. So, dann würde ich mal sagen, ist das jetzt das letzte Spiel in der Premier League für uns. Ich weiß ja auch gar nicht, ob man in der Premier League bleiben könnte. Das ist die Frage. Könnte man überhaupt in der Premier League bleiben, wenn man das wollte? Wäre in die Bundesliga. Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Ich hab 5 Tore geschossen, Junge. Auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab, echt nicht. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. So ist er, wenn man eben mal eine Chance ergreifen will, der Heulsalom, bleib doch bei uns und mach einen noch fertig. Wisst ihr, weil der noch nicht schwer genug ist. Aziz. Deswegen war auch gut, dass ich vorher alles geschafft habe mit den Punkten, weil wer weiß, wie die das jetzt verkacken, auch wenn das nur Brighton ist. Naja, so ist das halt. Oh, was geht denn so Social Network ab? Ich glaube, jeder wünscht Mr. Alexander, dass er sein volles Potenzial entfalten kann. Vielleicht gelingt ihm heute der nächste Schritt. Ed, Mr. Alexander, mach was aus deiner Spielzeit. Wechselband der Gefühle heute. Mein Team hat gewonnen, aber angeblich verliert Liverpool einen Topmann. Bitte bleib, Mr. Alexander. Ich habe gehört, dass Ed, Mr. Alexander angeblich zu einem anderen Club geht. Ja. Ja, eigentlich schon. So war das denn in der Demo ja auch. Da war halt ein Unterschied. Natürlich verkacken sie ohne mich. Alter. Ja, das hat man davon, wenn man mich nicht bringt. Ich meine, das ist ja mit Absicht so gemacht, die Sequenz, aber ihr habt ja auch in den anderen Spielen war es ja genauso. Also ich hab dir ja nur mit dem Tor zusammengestellt. Ja, die waren halt schlecht. Jetzt kannst du sie überzeugen. Ich brauch dich nicht. Ich brauch die nicht.
jetzt da, die Zeit läuft ab. Jetzt immer. Noch ist das mein Club. Die wollen einfach nicht, dass du gehst, Junge. Sobald man irgendwie Ruf gehalten hatte, ja, da war letztes Mal eine Demo so, dann ist die Zeit abgelaufen und dann ging gar nichts mehr. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie vorhanden. Der müsste zur Union wechseln. Bei Union Berlin würde das nicht passieren. Also nicht so direkt. Ja, pfeift mich da aus. Ich bin eure letzte Hoffnung hier auf den Sieg. Deswegen war doch wichtig, in den ersten beiden Spielen die Siege zu holen, weil da steht zwar in den ersten drei, aber versucht mal hier noch zu gewinnen. Wenn man 3-0 hinten liegt. In einer halben Stunde hier. Weiß ich. Na, läuft die Zeit denn überhaupt langsamer? Genau. Einwurf. Hünemeier. So, stand da gerade meine Aufgaben eigentlich überhaupt? Verkürze den Rückstand, okay, das ist alle. Wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, ja, aber wie gesagt, in dem anderen Spiel war es ja auch schon so, dass Liverpool hat und eine rote. In dem anderen Spiel war es ja auch so, dass ich alles gemacht habe. Zwar 5-1 gewonnen, aber die anderen haben nur verkackt, auch in dem Spiel, wo wir 3-1 gewonnen haben. Ich musste die ganze Drecksarbeit machen. Ich musste mir selbst die Chancen vorbereiten, einleiten und sonst was. Die haben mir nur einen Pass gespielt, wenn ich das vorher so mit Absicht eingeleitet habe, dass sie das überhaupt können. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Wähle die einfache Variante. Ja, ja. Jetzt hier mich dem nicht anmachen. Milner. Alex Hunter. Coutinho. Schöne Flanke. Och, Mann, ey. Wenn, dann mach ich hier die Tore. Ich bin Alex Hunter. Klasse Einsatz. Er zieht ab. Verdammt. In der Bundesliga wird ja Alexander Jäger sein, aber hier ist er noch Alex Hunter. Trepper. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt der Schuss. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, und das Ding geht ein gutes Stück. Noch dümmer wird. Hammett. Okay. Sidwell. Emmett. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja. Genau, lasst mal noch eins reinschießen, dann muss ich noch zwei schießen. Adam Lallana jetzt. Anderson. Und jetzt Coutinho. Und nun Lallana. Die werden es doch wieder nicht schaffen, das Ding reinzumachen, wie immer. Kriegen da ja nichts hin. Das ist schon peinlich. Wenn man als Club überhaupt nichts hinbekommt ohne den Top-Stürmer. Kriegen ja nichts, nicht mal was in der Abwehr, den kann ich auch noch übernehmen. Den Ball holt er sich. Jetzt vielleicht mal Alexander. Ey. Da verlieren sie den Ball. Verdammt, ich muss ein Tor schießen. Ich will die Aufgabe erfüllen. Die letzte Aufgabe für Liverpool. Flanke an den kurzen Pfosten. Weiter gefährlich. Die stehen schön tief. 3-0 ist ja auch gut. Gegen Liverpool. Oh, ey. Was sind denn das immer für Passspiele? Kann ja nicht sein, dass ich jetzt die Kind Tor mache. Das liegt echt daran, dass sie so tief drin stehen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Oh, ey. Läuft doch ja nichts in diesem Spiel. Ist ja wie für Alex. Läuft einfach nicht. Und jetzt die Chance. Ja, lass du noch einen reinschießen, ey. Lauf mal ins Aus mit dem Ball. Toller Abwehrspieler. Coutinho jetzt. Alter, ich glaub's nicht. Und Hunter. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Ja, super, jetzt sind sie aber wieder alle hinten.
Brighton, die tollen Konter. Tolle Kontermannschaft, wie das aussieht. Hä? Die kann ja nicht im Abseits sein, Alter. Was ist denn da los? Wie konnte der gerade nicht im Abseits sein? Das muss mir mal jemand zeigen. Der stand 5 Meter weiter als die Abwehrspieler. So dämlich kann doch keine Abwehr sich anstellen, dass die den nicht ins Abseits stellen, wenn er so weit hinten ist. Boah, Alter, hier klappt gar nichts mehr, super. Mach nicht mal das eine Tor. Regulär sind es noch 7 Minuten. Das könnte die Chance werden. Oh ja, super. Verlier den Ball. Liverpool mit dem Einwurf. Die ist ja sowieso schon scheißegal, für die ist das Spiel gelaufen. Die kurze Variante. Ach, hör doch. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Coutinho. Da kommt der Schuss. Jawohl, so macht man das. Die anderen hätten es mal wieder nicht gemacht. Aber der Rückstand ist natürlich. Komm schon! Das ist mein Verein. Mein Verein! Er hat aber gar nicht das Logo gezeigt. Erzielen Sie hier ein Tor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, aber nur durch Mr. Alexander. So krass kann er euch spielen. Mit Erfolg. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gewinnen wird man hier nicht mehr, aber die Aufgabe ist eher fällt. Weil versucht man hier zu gewinnen, wenn die jede Mal zustellen. Da jetzt Brighton nämlich nicht mehr so zugestellt war. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Coutinho! Ja, und mal wieder nicht reingemacht. Das meine ich, wenn ich die Tor nicht mache, ey, kannst du vergessen. Es hält ihn nichts mehr hinten. Anderson mit der Ecke. Zieh doch einfach mal ab, ey. Ja, die können nicht mal einen Ball annehmen. Ach, hör doch auf. Ist so selten nämlich. Es wird einiges nachgespielt hier. Fünf Minuten Nachspielzeit. Wofür denn? Nun, Lalana. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Hätte ich besser spielen können, aber. Klein. Hunter. Super. Ja, nachlässiger Pass. Mohamed Salah. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Ja, und meine können nicht entscheidend angreifen. Hunter. Und er pfeift abseits. Oh. Schon so habe ich nach 0,7 Bewertung. Zeig's dir nochmal richtig. Anderson. Und jetzt Coutinho. Gute Flanke. Ah, zumindest bereiten sie mir die vor. Ja, ist aber entschieden, weil ich zu lange nicht geschafft habe, dann ein Tor zu machen. Aber die waren auch meist weit hinten drin. Immerhin habe ich noch 2 Tore gemacht. Dann sehen sie mal. Ohne mich kriegen sie ja nichts hin. Er hat gezeigt, wie wertvoll er ist. Aber die Frage, kann das die Fans besänftigen? Gab ja doch harsche Kritik an Hunter. Ein enges Spiel, aber am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Ja, hätte auch anders ausgehen können, ganz klar. Es hat nicht wirklich viel gefehlt. Gewinne das Spiel, Riesenaufgabe. Oh, sollte man doch gewinnen? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, da habe ich irgendwie übersehen. Aber gut, wie soll man hier auch das Spiel gewinnen? Das ist auch eine schwierige Aufgabe, 4 Tore zu machen. Kannst du gut wie vergessen. So tief, wie die drin standen. Alex, eine Niederlage heute und auch kein leichtes Spiel. Nach Ihrem Transferwunsch haben die Fans eindeutig reagiert. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie den Platz betraten? Persönlichkeit. Jetzt zum ersten Mal wieder ein Interview geben, ne? Ich wollte den Fans zeigen, dass sie mich vermissen werden. Ich kann nicht verstehen, dass sie mich ausgebuht haben.
Ich wollte da draußen etwas beweisen, kann schon sein. Aber das war echt mies. Das hat das ganze Team getroffen. So macht das Spiel keinen Spaß mehr. War das Ihr letztes Spiel für diesen Club? Sieht so aus, ja. Der Wechsel wird wohl bald passieren. Und nach dieser Geschichte kann es mir nicht schnell genug gehen. Danke fürs Gespräch, Alex. Ja, kein Problem. Tja. Damals in FIFA 17 war ich ja eher auf der cooleren Seite. Jetzt bin ich mal eher hitzköpfig. Okay, wir sind wieder in unserer geilen Bude, in unserem Loft. Ja, warum soll ich überhaupt noch trainieren? Die Frage stellt man sich dann manchmal wirklich. Okay, an die Arbeit. Aber echt die Riesenaufgabe zu schaffen, wäre auch viel zu schwer gewesen. Allerdings ist für die Trophäen ja glücklicherweise egal, ob man jedes Mal alle Aufgaben erfüllt, ist nur wichtig. Ich weiß auch gar nicht, wofür die überhaupt noch sind. Vorher war mal, wenn du immer die ganzen Aufgaben erfüllst, dann kriegst du mehr Follower oder sowas. Und jetzt ist es halt so. Ja. Verdammt. Mit den Zielen komme ich irgendwie nicht so klar. Die alten Ziele sahen besser aus. Bingo. Jetzt schon exzellent. Jedenfalls ist es so, die Aufgaben muss man ja nicht unbedingt mehr erfüllen. Immer. Das hat ja immer nur mit dem Stand im Team was zu tun, glaube ich. Und ja. Man muss halt immer diese Kapitelaufgaben erfüllen, die sind halt wichtig für die Trophäen, die will ich erreichen. Und man muss halt auch bei Ultimate-Team, bei den Trophäen, ne, muss man ja auch Division 1 erreichen. Das sollte ich eigentlich schaffen. Ich bin jetzt schon Division 4 mit Teams, die eigentlich gar nicht mal so gut waren, außer im letzten. Da hatte ich eine Squad-Building-Challenge, wo ich noch Loyalität für die Spieler gebraucht habe. Oh, fuck. Und deswegen, naja, habe ich einfach mal mit denen gespielt in der Saison. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile schon Liga 4. Und da kann man immer noch gegen Halbprofi und Amateur und sowas spielen. Damals, glaube ich, war es schon so, da musste man Weltklasse spielen. Sobald du irgendwie Liga 3 kommst oder so, war Profi mindestens und dann Weltklasse ab Liga 2 und Liga 1. Gegen Barcelona und sonst was. Und jetzt so nicht Startelf. Bei exzellenten Leistungen. Gute Einheiten, Leute. Wenn wir so weiter trainieren, bin ich voller Hoffnung. Hunter, du warst heute der Beste. Ja, ich war der Beste, aber werd nie eingesetzt, war. Wer Club oder sagt. Weiter geht's in Liverpool. In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alexanders Sensationswechsel zu Real Madrid auch tatsächlich. Okay, okay, ich komm ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Warte! Los! Jetzt kommt der draus, was ja in der Sonne schon war. Deswegen den. The Journey-Modus eigentlich so interessant gemacht hat, direkt schon. Komm schon, fahr, Mensch! You're too great, Alex. Dicht für uns. Okay, Michael. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte, ist ein richtiger Gauner. Beweg dich! Nein. Du meinst Real? Will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudo-Berater, ein absoluter Fake.
Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis. Oh, Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere retten. Und so hat es in der Demo geendet. Die Frage ist, wie ist jetzt hier? Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch, unverändert, für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Jugendteam. Was für ein Blödsinn, er hat den Club zum Erfolg geführt. Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und 12 Stunden, um uns zu entscheiden. Allerdings nur, solange der neue Verein nicht in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Alter. Ja. Oh, nicht Europacup, die mein Euroleague. Tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Dann halt welche, die in der Champions League spielen. Okay. Oh. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Ja, okay. Vier Stunden später. Ich hab's versucht. Oh, oh. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab einen Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr... Bitte was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade, hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt... Jetzt nimmt keiner das Telefon ab. Ich krieg einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging, war alles fast verloren und ich musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja? Ich habe alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hä? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Ich hätte so richtige Arsch, das war's. Also ich bin ja nicht Alex, in echten Leben hätte ich gesagt, das war's. Aber sorry, nee, nicht. Oh, nein, nein, hab ich doch gar nicht. Komm schon, Alex, lass uns darüber reden, ich finde eine Lösung. Alter, ich hab gerade nach rechts gemacht. Was auch immer passieren wird, es war mir eine Ehre, dein Agent zu sein. Ich hab nach rechts gemacht, was soll die Scheiße? In diesen wichtigen Situationen muss man sich immer schnell entscheiden. Das ist richtig assi. Das ist assi, Mann. Ich hab eigentlich nach rechts gedrückt, ihr habt's ja gesehen, oder? Ich muss nochmal dahin gucken, aber ich glaube, man hat gesehen, dass ich nach rechts gemacht hab und der einfach die linke Antwort genommen hat. Nur weil ich links zuerst hingegangen bin. Ah, Dad ist ja mein neuer Agent, denn so oder so hätte man wahrscheinlich genommen. Dad, das ist kein guter Zeitpunkt. Suchst du noch einen neuen Fußballclub? Ja. LA Galaxy? Und einen neuen Agent. Ich habe Michael gefeuert. Tja, das war abzusehen. Ja. Jetzt ist es eh zu spät.
Zu spät ist es nie, Alex. Dad, ich stecke gerade in der Klemme. Ich rufe dich morgen wieder zurück, okay? Morgen ist leider etwas zu spät. Gib mir nur 5 Minuten. Ich habe hier jemanden für dich. Wie geht es dir, Alex? Javier González. Und Sardes hier kennst du sicher noch. Du suchst also nach einem neuen Verein. Und wie der Zufall so will, haben wir momentan großes Verletzungspech. Also suchen wir einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das klingt nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse einigen wir uns, ist das bien? Aber ich brauche jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ich weiß nicht, Dad. Das geht mir alles irgendwie viel zu schnell, weißt du? Es ist die Chance für einen Neubeginn, Alex. Und Alex, wie entscheidest du dich? Willst du mit den Kids trainieren oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Wer interessiert sich denn schon für die MLS? Keiner, aber in der Jugendmannschaft zu spielen, bringt dich auch nicht weiter. Alles erfüllt. Wieder im Geschäft. Kapitel 2, FIFA-Belohnungen, The Journey fortsetzen. Ich mache erstmal The Journey fortsetzen und zeige euch dann gleich mal, was bei Ultimate Team so los ist. Was wir da erhalten. Gut, das sind nämlich alle geheime Aufgaben? Nee. Neuer Look, absolviere eine Partie mit einer neuen Frisur. Erreiche mit den LA Galaxy MLS Playoffs. Okay, dann nehmen wir mal eine neue Frisur. Frisur. Haben wir nichts Neues frei bisher? Ha, okay, nehmen wir die einfach. Neue Tattoos. Rechter Arm, linker Arm. Flügelchen, Hals links. Brennbar. Mom. Schlau. So, Adler. Rechter Arm. Noch ein Band, Tribal Band. Hä? Wo ist das neu jetzt? Oh, eins davon wird, okay. Dann haben wir jetzt eine neue Frisur. Dann werden wir demnächst mit einer neuen Frisur antreten. Okay, rot. War das Sydney? Kombiniert ist mit Dingsbums. Mit dem. Mit der Strickjacke da. Was ist denn das, ey? So ist es rot. Okay. Trikot. Schuhe. Können wir neue haben? Nee, die sehen besser aus. Finde ich. So. Und dann gehen wir bloß noch kurz in FIFA. Ja, Änderung. Verloren? Nein. Nee, extra speichern kann ich ja nicht eigentlich. Wird ja mal nicht gespeichert. Deswegen. Im Normalfall dürfte hier eigentlich nichts passieren. Kann ja nicht anders speichern. Gut, dann gehen wir mal in Ultimate Team. Nur kurz, um zu sehen, was wir in dem Set drin haben. Bestimmt wieder Leihspieler. Sieht wieder danach aus. Das Einzige, was man richtig kriegt von The Journey, ist... Oh, Leihspieler Icon. Okay. Das ist eine gute Belohnung. Ein Icon-Spieler. Ferdinand. 88er Bewertung, so ist es. Haben wir erhalten dafür? Hä? Da stand da gerade irgendwas neu. Promo-Set. Das habe ich schon mal gemacht, das ist schlecht. Hä, da stand da gerade Shop? Irgendwas Neues? Er hat das aber noch falsch angezeigt. Wahrscheinlich diese eine Ding, was wir jetzt bekommen haben, den Einspieler. Okay, dann wartet. Was wir bekommen haben. Und. Ja. Wenn ihr mein Team sehen wollt, hier, oh, ich habe echt Spieler weggegeben aus meinem Team, habe aber auch schon gute Neuverpflichtungen,
zuletzt erhalten. Für den ist jetzt ja auch gut. Das sind Leihspieler, aber hier hatte ich gestern drin, ne? In so einem Set aus der Live-Challenge. Und ja, Hövedes hatte ich auch schon drin. Begovic, Klein, Savic, Castro. Also recht gute Spieler schon wieder. So, ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es so den LA Galaxy geht, in die MLS Major League Soccer. Macht's gut. Wir sehen uns in den USA wieder.